Grüß euch wieder bei The Amazing Spider-Man 2. Das Telefonat haben wir eh schon in der letzten Folge gehört. Das ist jetzt offenbar da noch einmal das Gleiche. Felicia, ich habe diese Nummer Whitney Chang gegeben. Huch, wir es uns halt noch einmal, ja. Ich dachte, du bist wieder im Gefängnis. Wenn du mich mit deinem Ausbruch aufziehen willst. Was für eine Beleidigung. Ich kann mir Spaßigeres denken, um dich aufzuziehen. Wenn du schlau bist, verlässt du die Stadt, bevor ich die Zeit finde, dich zu jagen. Lustig. Genau das wollte ich gerade zu dir sagen. Es wird hier immer gefährlicher, Spider-Man. Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig aus der Stadt jagen? Ich kann jetzt nicht mit dir herumtollen. Ich meine Spielchen spielen. Bis dann, Felicia. Okay, sorry, Leidl, dass ich das jetzt noch einmal outdown habt. Müssen. Das ist ja das Einzige, was in der letzten Folge passiert ist. Da waren wir ja auch beim Kravinov, nicht? Mit dem Spitznamen Graven der Jäger. In seiner fitzgeil eingerichteten Bude. Hammermäßig. Gott sei Dank wollte man dann da nicht die Briefmarkensammlung zeigen, wie ich das momentan einmal angenommen habe. Und ja, jetzt haben wir halt so quasi, der hat sich das angeguckt und jetzt ist er halt so am Wiggelwoggel, der gute Peter, ob er jetzt mit dem zusammenarbeiten soll oder nicht. Also, schauen wir einfach, was passiert. Los geht's. Ja, dann wieder mal eine Ladezeit. Die werde ich gleich wieder nutzen. Liebe Grüße ans Astroplayer Network. Oder Netzwerk, wie es bei uns so schön heißt. Und ja, möchte alle mir Bekannten wieder schön grüßen. Kasa, in Mike von Astrogamer, in Jay von Lightbringer Industries und natürlich in lieben Energy. Na schau, die Ladezeit, jetzt hat er es geschafft. Ich wollte schon sagen, nicht einmal damit konnte ich die Ladezeit überbrücken, aber jetzt hat er es dann doch gepackt. Wir sind jetzt in der Mission, die heißt In der Höhle des Löwen. Und jetzt müssen wir schon wieder mit dem Craven sprechen. Aber okay, ich gehe mal davon mal aus, was Craven mir aus dem Schnauzbart sorry, noch beibringen kann. Dass wir das diesmal als Spidey machen werden. Das letzte Mal waren wir ja als Peter Parker bei ihm. Warum kannst du denn schon wieder da den Punkt nicht anvisieren? Da? Nerv mich nicht. So, jetzt. Ja, irgendwie, das funktioniert nicht so mit dem komischen. So. Jetzt nimm's, naja, nimm's wieder nicht. Spidey, du bist ein bisschen botschert. Darf ich dir das sagen? So, dann setzen wir uns halt da irgendwo her. Da kann ich mich ja nicht einmal irgendwo hinsetzen. Wer kann jetzt da schon widerstehen? Ja, schwere Geburt manchmal, das mit den Comic-Seiten. Gott sei Dank haben wir es nicht weit. Na, zurück zu Hause wollen wir nicht, von da kommen wir ja gerade. Okay. Da haben wir es schon, die Hitten. Die Hitten vom Graven. Gut. Nein, nicht so weit. Spidey, was machst du? Ich wusste, du kommst. Ja, aber bilde dir nicht ein, dass ich dein Gehilfe werde. Ich bin hinter dem Carnage-Killer her und Spurensuche ist nicht ganz mein Fachgebiet. Ah ja, der Killer. Ich dachte, das könntest du sein. Aber ich habe dich beobachtet. Und du bist kein Wahnsinniger. Du hast mich ausspioniert? Nur kurz. Ein Jäger kann viel durch Beobachtung herausfinden. Ich sehe an der Art, wie du dich gibst, wie ein verlorenes Kind, dass dir jemand fehlt, der dich leitet, dir hilft, ein Mann zu werden. Ich habe keinen Sohn. Mein Vermächtnis soll nicht mit mir sterben. Ich mache dich zum ultimativen Jäger.
Gemeinsam finden wir ihn, diesen Carnage Killer, und besiegen ihn. Zusammen erreichen wir mehr als allein. Und trotzdem arbeite ich allein. Natürlich, so wie ich. Aber wir sind füreinander da, wenn es nötig ist. Ich habe dir die Adresse geschickt. Die Russen nutzen die Gasse dort, um Oskorp-Ausrüstung zu verschieben. Lass dich von den kleinen Fischen zu den großen führen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ein Notruf ist eingegangen. So, jetzt sind wir quasi da mit dem Graven eine Partnerschaft eingegangen. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, der Graven würde auch noch für Ersatzpapa spielen. Und naja, das beides hat jetzt einmal drauf eingegangen auf die ganze Geschichte. Schauen wir, was da noch rausgekommen wird. Ob uns der wirklich hilft, der Graven. Und inwieweit er uns hilft. Könnte ich glatt Geld mitverdienen. Zwischenzeitlich habe ich da jetzt einmal ein paar Typen wieder eine aufs Maul geben, damit unser Ruf nicht so schlecht wird, weil sonst wären wir wieder gejagt von dieser komischen Taskforce. Wieder hat Spider-Man bewiesen, dass kein Verbrechen zu klein ist, um ihn zu interessieren. Das ist auf Dauer ein bisschen öd, weil es wirklich immer dasselbe ist. Heldentat haben wir gemacht, Heldenstufe ist komplett voll, jawohl, und da vorne ist unser Ziel. Also da war halt jetzt noch so ein Verbrechen, was gerade eskalieren wird. Vielleicht erwische ich das noch, weil das lag, würde wirklich einen wunderbaren Weg legen. Ich bin immer großartig, aber manchmal bin ich besonders. Aber das blinkt großartig. Schon rot und da ist sie immer ein bisschen eng mit der Zeit. Ein Unternehmer ist sie noch ausgegangen. Auf seinem Parkplatz. Na, sowas auch. Hat deine Mama dir erzählt, dass du alles werden kannst, was du willst? Da lag sie mächtig daneben. Die Maske macht mir keine Angst. Keine Frauen, Tricks kämpfen wie echte Männer. So, na schau, die machen wir ja wunderschön. Du kriegst auch noch einen. Jawohl. Was ist das? Ich hatte die wirklich haben wir doch Angst, schön nebenbei haben wir die erledigt. Mit euch sieht. So gefällt mir das. Jawohl. Und schon wieder. Die Freude der Anwohner beweist wieder einmal, warum sie ihn die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nennen. Ja, ich glaube, das haben wir doch auch schon mal gehört, oder? Gut. Ich muss mich jetzt ein bisschen auf die Hauptmission konzentrieren. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da, es ist ein... Eigentlich nicht so weit entfernt, nicht? 200 Meter ist ja nicht so weit. Da war er jetzt wieder. Das war eine komische Comic-Seiten, habe ich gesehen. Ich mach das. Gut. Und da war er jetzt unser Ziel und da schauen wir natürlich hier. Es ist verlockend, leichte Beute zu fangen. Aber in unserem Fall sind die offensichtlichsten Verbrecher die unwichtigsten. Warte, folge ihnen. Sieh, wohin sie gehen. Verstanden. Aber ich lasse nicht zu, dass jemand verletzt wird. Wenn sie jemanden bedrohen, sind sie dran. Illegales Geld wird meist bar bezahlt. Wenn du Kleinkriminellen folgst, während sie ihre Einnahmen abgeben, führen sie dich zu... Hören Sprosse der Leiter. Okay. Das machst du gut. Hör ja. Zu. Sehr schwer. Höhergestellte Kriminelle bleiben gern unauffällig. Aber genau wie Tiere ah, das war's nicht. Scheiße, jetzt habe ich zu lang gewartet. Das ist ja aus der Reichweite. Oder? Nein, 1 von 4. Es kommt ja wieder zurück. Eins muss man ihnen lassen. Total so unauffällig. Der rennt Stadt mit der Sturmhaube da umeinander. Mein Gott, nein, interessiert nicht wirklich wem, ne? So, komm her da jetzt. So, jetzt habe ich dir ein Büdel. 2 von 4, ne? Jawohl. Das heißt, da müssen noch 2 andere stehen. Der ist jetzt da hintere gegangen. Ich werde jetzt schon schauen, die sind sicherlich irgendwo da oben. All das führt mich zu den großen Fischen, die ich früher nie finden konnte. Mal da aufhüpfen. So. Da unten geht auch noch mal dumm, sicher schon. Und da steht einer. Ok.
Okay. Zusammengerufen. Und jeder Gauner in New York fürchtet den Carnage-Killer. Den wollen wir. Gut. So, einer rennt nur mehr dumm, habe ich gesehen. Kommt der da vorbei? Aber Tarnung ist entscheidend. Na, der steht jetzt genau da am Eck. Das ist natürlich ein wenig blöd. Ich werde jetzt probieren, ob ich mich da drüben an die. Ja, zuerst einmal die Kamera weg, ob ich mich da drüben an die Wand hängen kann. Oder ich stelle mich einfach aufs Eck, 1000 Rosen, ne? So, dafür müsste der mir sehen. Wo ist denn der jetzt? Da vorne rennt er mal drum. Naja, kommt der schon wieder zurück, wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist er schon wieder. Grüß dich. Das gehört in einen Rahmen. Ja, bitte, komm und wieder aufs Nachtkastel. Haben, wenn der Truck eintrifft, kriegen wir richtig Ärger. Na, sowas. Okay. Was muss ich jetzt ich machen? Ich brauche ein Foto von dieser Oscorp-Kiste, damit ich sie zurückverfolgen kann. Alles klar, ein Foto brauchen wir wieder. Wo ist die Oscorp-Kiste? Da unten ist sie. Wenn du das fallen lässt, nehme ich die Schuld nicht auf mich. Schwerer wie deine Mutter. Deine Mutter. Ist das die Kisten? Ich habe keine Ahnung. Oh ja, das ist passt. Genau, was ich gebraucht habe. Na, sowas. Diese Oscorp-Technologie geht an ihre Vorgesetzten. Verlier sie nicht aus den Augen. Okay. Ich klebe an ihnen. Wo fahren die raus? Da fahren werden die raus fahren. Oh, da sind sie schon. Wo fahren sie? Da, na, hätte mich ja gewundert, wenn die da nicht oben warten. Ich darf den Truck nicht aus den Augen verlieren. Nur so finde ich das Versteck der Russen. Naja, die sind eh schon flink unterwegs. Da ist er, der Truck. Da steht er, fahr da rein. Da ist er jetzt reingefahren, oder? Ich darf den Truck nicht aus den Augen lassen. Okay, und wo müssen wir hin? Ah, da oben. Betritt das Versteck der Russen. Nach Holodaro. Cravens Tipps zahlen sich aus. Ja, machen wir das. Ich hab nur kurz auf die Uhr geschaut, darum hat es ein bisschen gedauert. Verzeiht's mir. Oh ey, eine Ladezeit haben wir schon wieder. Das ist aber direkt schnell gegangen, jetzt bin ich ja gar nicht gewohnt. So, was haben wir da Feines? Ich schätze, das ist kein Restaurantführer, der Carnage-Killer. Das müssen die Orte sein, an denen er diese Typen ermordet hat. Viel mehr, als die Polizei entdeckt hat. Ich weiß, was Craven sagen würde. Ein klareres Bild vom Jagdrevier des Raubtiers. Was haben wir da Feines? Was ist das? Okay. Das heißt, da muss ich mir jetzt irgendwas holen, aber da werde ich jetzt einen kurzen Cut machen und das gibt es erst in der nächsten Folge. Ich sage wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen und für euch!